Freunde, mir geht's echt nicht gut. Der ist echt richtig eklig. Mit mir ist nicht zu spaßen. Aioli, 150 Gramm, einfach weggefällt. Bruder! Das ist der geilste Five Guys Burger, den ich hier gegessen habe. Ich habe echt keinen Bock mehr, ja. Digga, wie wäre das anders leiden? So schmeckt der Kaffee der Gewinner. Und den habe ich schon oft getrunken. Zuletzt habe ich Dodo in Griechenland zerstört. Ja, 23.000 Kalorien! Und davor habe ich schon Oscar zerstört und etliche andere Kalorien-Challenges. Das gleiche werde ich heute mit Dodo hier in Berlin machen. Der Kleine hat überhaupt keine Chance. 15 Kilo Körpergewicht mehr kann er gern haben. Ich weiß, er wird so oder so verlieren. Und das gleiche Schicksal wird ihn heute erfahren, dass er auch in Griechenland erlebt hat. Leute, Julian hat einfach meine Ehre in Griechenland genommen. Er hat mich meiner größten Angst einfach gestellt. Ich musste einfach in die Höhe. Er hat mich einfach gedemütigt. Ich hatte einen Pfeil im Kopf. Ich musste einfach dieses scheiß Paragliding machen. Und dieses Mal ist es einfach ein 1 gegen 1. Diesmal hole ich meine Ehre zurück. Hier in Berlin, die Hauptstadt, hier wird alles entschieden. 1 gegen 1, ohne Spucken. Ich werde Julian diesmal einfach zerfetzen. Weil, wenn ich jetzt nochmal verliere, dann habe ich einfach diesen Stempel und dann kann ich mich eigentlich nicht mehr nach draußen trauen. Das darf nicht passieren. Und damit, Leute, let's go! Herzlich willkommen zu diesem krassen Cheat Day Rematch hier in Berlin. Wir sind in die Hauptstadt gefahren. Franklin vs. Dodo. Die Hamsterbacke vs. Koloss von Dodos, Digga. Das ist, glaube ich, das krasseste Battle, das, was sich YouTube Deutschland gefühlt seit einem Jahr wünscht. Also, wir haben ja zuletzt, wann war das letzte Battle? Ich glaube, das war im September in Griechenland. Black Hole Murphy und du gegen den Stopp von mich. Und man muss leider sagen, ihr habt mit kleinem Abstand verloren. Es war knapp, Digga, es war knapp. Und nein, war, aber ihr habt auf jeden Fall auch trotzdem verloren. Einmal in Worten, deswegen haben wir gedacht, okay, gut, egal welche Zeit, egal wo. Und wir haben gesagt, wir treffen uns in der Hauptstadt Deutschlands. Und dann haben wir uns gedacht, das ist der ehrwürdige Ort, geschichtsträchtig, um weiterhin Geschichte zu schreiben. Und das werden wir heute machen. Wir meißeln die Kalorien. Wir heute alles zerfetzen. In die Berliner Mauer. Wir starten auch direkt hier, wir haben Frühstück, Digga. Frühstück gibt's hier eine 6er Box Donuts. Alle 6 gefüllt natürlich für extra Kalorien. Und natürlich zum Frühstück ein Käffchen. Mein Frühstück, das ist einfach räudig. Also bei mir ist einfach Kalorien zerfetzen. Wir fangen ja an mit schönen Aioli. Schöne Packung. Für die, die es nicht wissen, Digga, 100 Gramm, 749 Kalorien, Digga. Aioli, 100 Gramm. Oder Aioli ist der Shit. Die werde ich hier schön mit ein paar Geflügelrollen dippen. Okay, das ist krank. Dann habe ich hier natürlich noch eine ganze Charge Croissants. Möge der Bessere gewinnen, die Strafe. Die wird dich nicht so erfreuen. Nee, Mann. Also ich glaube, du willst dich verlieren. Also, ich hoffe, Digga, du aber auch nicht. Ich will auch nicht verlieren. Mittwoch, der 7. April, 11.17 Uhr. Das heißt, Freunde, wir haben bis Donnerstag, den 8. April, 11.17 Uhr Zeit, so viele Kalorien wie möglich zu zerfetzen. Und ich würde sagen, Bro, guten Appetit, let's fetz. Ja, ich starte hier gleich mit Aioli, Alter. Ich bin eklig, Digga. Ich kann mir direkt einen gefüllten Donut. Guck mal, mir ist ein Teller. Für Royal Donuts hat es nicht gereicht, deswegen danke, Donut. Bruder, wie kann man das so früh essen? Bruder, ich krieg... Ich bin anders. Na, 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 na. Wenn ich dir eins versprechen kann, dann dass du Sachen nachher nicht mehr geil finden wirst und dass du es nicht geil finden wirst, dass du morgen die Strafe bekommst. Aber heute kannst du es nicht auf irgendwen schieben. Nee, genau. Ich hab verloren, weil der andere hat zu wenig gegessen. Heute bist du einzig und allein verantwortlich für alles. Heute bin der One-Man-Show, ohne Scheiß. Schaut euch das mal an, Digga. Der Donut hier ist schön gefüllt mit so einer Sahnefüllung. Uris drüber, Zucker drüber. Das sind die Calories, die wir brauchen. Digga, bei dir ist Zucker, bei mir ist es Fett pur. Mm. Also hier mal schön Dipping. Sieht ein bisschen aus wie Jizz. Aus der Gefügelrolle, Digga. Eine Homo-Basis, Digga. Moin, Master. Digga, können wir mal kurz bitte im Hintergrund darüber reden, was Julian für ein krankes Hotelzimmer hat, Alter? Man denkt, er hat Präsidenten-Suite geholt, Digga. Einfach das clevere Zimmer. Wir werden nachher noch erfahren, wieso. Glaubst du, wir werden heute leiden? Ja, Mann. Mhm. Digga, wir werden heute anders leiden. Ich hab mir einen Löffel geholt. Nein! Weil, Leute... Nein, nein, nein. Du bist so ein fettes, widerliches Schwein. Wie kann man das denn bitte machen? Boah, alles aus, ich sag dir ganz ehrlich. Heute wird Aioli wie Joghurt gefetzt, weil ich hab keinen Bock zu verlieren. Ich werde auch nicht verlieren. Heute wird Aioli wie Joghurt gefetzt. Mhm.
Wird auch. In welchen Gulli bist du als Kind gefallen bitte, Digga? Mein Mund stinkt so hart, Alter. Ich habe auch extra Kaugummi mitgenommen, weil wenn wir jetzt hier noch kurz chillen, dann wird's echt, ist es echt unangenehm, Alter. Sechster Box Donuts, alle sechs gefüllt, aufgegessen. Mit mir ist nicht zu spaßen. Aioli, 150 Gramm, einfach weggefetzt. Eines Tages schon, dass deine Kinder an. Und dann musst du denen erklären, warum dein kleines Kind keine Süßigkeiten essen darf, weil es ungesund ist. Ja, mein Urscheiße, der sagt, iss nicht zu viel Fett, Digga, nimm nicht so viel Aioli. Und dann, aber Papa, du hast auch Aioli gegöffelt. Was ist denn Friss? Ah, Leute. Die ersten Kalorien sind durch. Ich blende euch hier Julians Kalorien ein und hier meine. Zieh mal. Wir sehen uns nachher wieder. Ich bin jetzt auf dem Weg in mein Hotelzimmer. Jürgen ist bei sich geblieben. Wir haben gerade bei Julian gefilmt. Jetzt werdet ihr sehen, was er sich noch zu essen gönnt. Und danach werdet ihr sehen, was ich mir jetzt noch zu essen gönnt. Okay, wir haben jetzt 13.04 Uhr. Dodo und ich haben noch ein bisschen gelabert. Und er hat vorhin leider schon eine kleine Sache gesehen, die ich eigentlich nicht wollte, dass er sieht. Denn hier gibt es zum Beispiel eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, sowie oben drüber ein Kochfeld. Hier haben wir noch mal eine Spüle drunter versteckt. Ich kann mich also hier, was Essen angeht, viel mehr austoben als er. Und das hoffe ich, dass mir das ein kleiner Vorteil sein wird. Was ihr für dieses Battle verstehen müsst, ist, das ist wie ein Fußballspiel. Wenn Bayern gegen Barcelona spielt, geht es auch nicht am Ende darum, wer am schönsten gespielt hat. Es geht darum, wer am meisten Tore geschossen hat. Und Tore schießt man hiermit. Ich bin die Hamsterbacke und das sind meine Nüsse. Halbes Kilo Nüsse habe ich mir auf jeden Fall schon mal für den Anfang gekauft. Wenn der liebe Dodo meint, er kann eine Aioli auslöffeln, dann kann ich so Nüsse weglöffeln. Und jetzt für den kleinen Hunger zwischendurch drücke ich mir erstmal 200 Gramm Walnüsse rein. Weiter geht's mit der nächsten. Eine Packung hat übrigens 688 Kalorien. Ich habe mir das Ganze jetzt schmecken lassen und ich bin sehr gespannt, was Dodo in der Zwischenzeit ist, weil ich glaube nicht, dass der einfach nur tatenlos rumsitzt. Ich habe hier auch schon einer meiner nächsten Waffen hier, das ist Raffaello. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Kalorien Raffaello hat. Auf 100 Gramm haben Raffaello 627 Kalorien und schmeckt auch übertrieben nice. Deswegen habe ich hier zwei 40 Gramm Packungen, 80 Gramm Raffaello werde ich mir jetzt reinfetzen. Damit ich nicht einschlafe, habe ich mir auch hier noch ein Energy geholt, so ein Monster Energy. Einfach weil, wenn man so viel Zucker isst, neigt man dazu, einfach kurz zu pennen. Schau mal in die Kommentare, ob ihr Raffaello so feiert, Digga. Boah, die Kühe ist richtig lecker. So, Leute, Nummer 2. Bin aber auch schon halt echt satt, ne? Ich wollte bei Julian so nicht sagen, aber Digga, mein Bauch ist schon echt voll. Und ihr geht kurz zu Julian und checkt in der Zeit ab, was er gegessen hat. Zwei Tüten, komplett leer gegessen. Langsam merke ich, dass es ein bisschen voll macht. Das waren jetzt fast 1400 Kalorien. Ich würde sagen, wir runden es auf. Ich esse die beiden Tüten jetzt auch noch in einem Marsch durch. Dann haben wir 3000 Kalorien nochmal knapp zu mir genommen. Sollte knappen, dann sind ich bei 6000 Kalorien. Das passt. Die Nüsse, die ich davor gegessen habe, hatten 100 Gramm 688 Kalorien. Die, die ich jetzt gegessen habe, haben 713 Kalorien auf 100 Gramm gehabt. Nichtsdestotrotz waren das jetzt ca. 3000 Kalorien nochmal auf der Uhr. Das heißt, ich bin jetzt mit knapp 6000 dabei. Ich habe fast ein Stündchen an den Nüsschen gemümmelt. Jetzt brauche ich erstmal ein Käffchen. Kurzer Powernap und es geht jetzt weiter. Ey, der Powernap war richtig wichtig. Ich habe ungefähr jetzt 1 Stunde 15 Minuten geschlafen oder so. Ich habe es beim letzten Cheat Day falsch gemacht, da habe ich so viel gechillt und es war, fiel mir dann so schwer, das Essen reinzubekommen. Aber heute, heute bin ich schlauer. Jetzt habe ich hier meine nächste Geheimwaffe und zwar Schokobrötchen. Ich das einfach mal rein, das ist einfach übel. Freunde, 100 Gramm von diesen Schokobrötchen-Kollegen haben einfach 414 Kalorien. Jeder, der Schokobrötchen schon mal gesehen hat, weiß die Taktik. Platt, drücken, die einfach alle übereinander gestapelt essen. Wollen wir anfangen hier erstmal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das früher auch so gemacht habt. Das war richtig geil. Ich hab das geliebt. Jetzt zeige ich euch hier mal eben 1490 Kalorien zerfetzen, Dude. Oh, mein Bauch. Okay, yo. Also ich habe jetzt gerade mal irgendwie drei ganze gegessen. Ich weiß auch nicht. Aufgeben ist keine Option. Denn die Hamsterburger macht nämlich auch keine Pausen. Wow. You can really eat. Was eine Dreiviertelstunde gekostet, das hier zu fetzen, weil ich wirklich, wirklich, wirklich satt bin. Bei Julian sieht es genauso aus, aber von den Kalorien her hat sich das wirklich gelohnt, weil ich habe eigentlich jetzt effektiv nur 360 Gramm gegessen, habe aber 1470 Kalorien zerfetzt, Digga. Also es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Das ist Musik in meinen Ohren und das bringt mich dazu, dass ich diese Challenge gewinnen werde. Also, ich habe mich jetzt ganz kurz ausgeruht. Käffchen wird jetzt reingescheppert. Also, dieses Apartment ist einfach nur Kuss für diese Challenge. Ich werde gleich rausgehen und ein bisschen Sport machen. Wisst ihr, man muss auch ordentlich Kalorien verbrennen, um ordentlich was reinzuhauen. Aber ich bin heute in guter Form, habe ich das Gefühl. Ich habe sehr viele Vorteile im Gegensatz zu Dodo.
Ich habe so eine Schüssel, ich kann sowas essen und das muss ich nutzen. Hier habe ich mir so Mini-Zimtos geholt. 100 Gramm hiervon haben 434 Kalorien. Hallo. Ich brauche gar keinen Service, alles super. So, komm, gönn. Gönn. Schwierig zu schätzen, wie viel das ist, aber das dürften 125, 130 Gramm oder sowas dürften das sein. Auf Twitch habe ich so ein Süßigkeiten-Unboxing gemacht, davon sind noch seltene Süßigkeiten übrig. 5 so Reese's Pretzels haben 140 Kalorien. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Also haben wir hierzu nochmal 280 Kalorien on top. Da Flüssigkalorien nicht zählen, habe ich extra Mandelmilch ohne Zucker genommen. Ach Dodo, ich werde dich so auseinandernehmen. Boah, ich komme gut mit der Milch. Alles aufgegessen, die Cornflakes sind komplett leer, die Milch bleibt übrig, das zählt nicht. Oh, der Rest bin ich echt voll. Kurz Insta-Story von Dodo checken, ob der irgendwas gemacht hat oder ob der irgendwas hochlädt. Er hat einfach nichts hochgeladen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Wing Dodo. Hier verpasst ihr exklusive Inhalte, die ihr so hier auf YouTube noch nie gesehen habt. So, mein Freund, ich hoffe, man sieht mich. Sonne blendet aggressiv. Ich bin jetzt auch ein bisschen rausgegangen, werde mich ein bisschen bewegen. Eigentlich wollte ich joggen, aber ja, wie der ein oder andere von euch weiß, bin ich nicht der große Läufer, also werde ich hier einfach durch Berlin steppen. Wenn ich Kalorien verbrenne, habe ich natürlich auch maximal Hunger. Ich werde jetzt aber keine Story davon machen, weil ich werde ihn dadurch ein bisschen verunsichern. Ich möchte nämlich nicht, dass er komplett sieht, was ich mache, damit er auch nicht weiß, was ich mache. So, ich werde jetzt so lange laufen, dass ich, wenn ich nachher bei ihm bin, weil wir wollen nachher zusammen bei Five Guys essen, ich werde einfach die Burger zerfetzen und er wird so denken, hä? Hat er den ganzen Tag nichts gegessen? Aber falsch gedacht. Den werde ich so abziehen, Mann. Ich denke, ja, er wird einfach keine Chance haben. Also jetzt werde ich hier ein bisschen Berlin genießen. Und ja, mal schauen, was Julian macht. Oh, Freunde, mir geht's echt nicht gut. Das ist echt richtig eklig. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Joker mitgenommen und zwar Pinienkerne. Pur. Dodo, die Challenge geht auf deinen Nacken. Sowas ist nicht günstig, aber die schmecken geil. Und 100 Gramm haben 718 Kalorien. Hier sind auch wieder 100 Gramm drin. Weitere Kalorien auf der Uhr. Mein Ziel ist jetzt noch der Bürgerpark. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere Berlinerin. Und dann bin ich, glaube ich, insgesamt 12 oder 13 Kilometer gelaufen. Mein Magen hat sich dabei aber mit den ganzen Energy Drinks in etwa so angefühlt. Ey Leute, komplett off topic. Ich bin jetzt am Ziel angekommen. Es ist so schön. Kuss einfach an euch, dass ihr uns ermöglicht, dass sowas unser Beruf ist. Wer Bock hat, kann sich natürlich so ein Outfit, wie es ich anhab, von Gymshark in der Videobeschreibung gönnen. Dodo ist auch bei Gymshark. Und gibt euch einfach mal die geile Kollektion. Schön mit so einem Backprint drauf. Sehr nice. Geh ich dir für gönnen. Dodo hat zwar noch kein Haus, aber auch sein Haus zahlt sich eines Tages nicht von alleine. So, meine Freunde, ich stehe jetzt hier vom Brandenburger Tor und ich wollte euch die Strafe verkünden für die heutige Challenge. Und zwar haben wir uns individuelle Strafen rausgesucht. Wenn Julian verliert, muss er sich eine Glatze schneiden. Also alles ab, komplett Ziffern, alles weg. Und wenn ich verliere, ihr kennt ja noch die schärfste Currywurst, 7,7 Millionen Scoville, die muss ich dann essen, wenn ich verliere. Also für uns beide absolut kein Spaß. Wir haben individuelle Strafen, genauso wie in Griechenland. Also keiner von uns hat Bock zu verlieren. Möge der Bessere gewinnen. So, ich bin ziemlich müde geworden. Es ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Und leider habe ich hier vergessen, den Ton aufzunehmen. Mein Mikrofon war aus, deswegen habe ich jetzt hier noch ein kleines Voice-Over. Ich habe ein Video hochgeladen, war ziemlich K.O. und habe aber gemerkt, dass ich nicht einfach nur rumsitzen kann, sondern auch was essen muss. Deswegen habe ich entschlossen, nochmal was von diesen M&M's Salted Caramel zu essen. 100 Gramm haben 474 Kalorien. In der ganzen Packung sind 220 Gramm drin. Ich habe davon nur ein kleines bisschen im Stream schon probiert. Den Rest habe ich mir aufgehoben. Schmeckt auf jeden Fall ganz nice. Wollte aber ein bisschen was Salziges. Also Reese's Big Cup probiert mit Pretzels. Dann habe ich versucht, ASMR aufzunehmen, was ein bisschen ohne Ton keinen Sinn macht. Ein so ein kleines Ding hat 180 Kalorien. Davon habe ich ein halbes gegessen. Gemerkt, dass ich müde bin und habe mir dann noch einen Energy Drink geholt. So. Wenn ich das drin habe, habe ich ca. 7.500 Kalorien in 5 Stunden zu mir genommen. Dementsprechend fühle ich mich auch. Also bitte macht das nicht einfach grundlos zu Hause nach oder so. Und natürlich machen Dodo und ich auch viel Sport, damit man sich sowas überhaupt leisten kann, einigermaßen. Am 25.04. kommt bei mir auf meinem Kanal zum Beispiel eine 15.000 Kalorien Verbrenn-Challenge online. Das ist ein Weltrekord, den ich versuche zu knacken. Also dann mache ich das Ganze umgekehrt. 15.000 Kalorien, denke ich, werde ich in den 24 Stunden jetzt auf jeden Fall essen. Das ist zumindest mein Ziel, weil ich glaube nicht, dass Dodo das schafft. Wenn der zweite im Mund landet, mit Corona 2021 beendet. Oh, gutes Omen. Wenn der dritte im Mund landet, hatte ich recht. Wenn er nicht im Mund landet, umgekehrt, dann spiegel, dann wird Corona unendlich lang gehen. Nein! Nein, nein!
How dare you? Ja, Digga, wir sind in Berlin. Wir müssen uns Five Guys gönnen. Gehen jetzt nachher noch live auf Julians Twitch-Kanal. Folgt ihm, Link ist in der Videobeschreibung. Kuss. Digga, ich hab so Bock, Mann. Ah. Ich hab so Bock auf Five Guys, Digga. Das ist auch Genuss bei einem Cheat Day, Digga. Wir müssen das jetzt fetzen, Alter. Wir haben uns auf jeden Fall richtig geil Five Guys gegönnt und wir sind gerade live auf Julians Twitch-Kanal. Das ist ein bisschen cringe, weil ihr seht das live und wir moderieren das hier an. Oder? Das ist der geilste Five Guys Burger, den ich je gegessen habe. Schmeckt das? Der ist besser als in München. Wirklich? Ja, das ist. Digga, das ist. Ey, ich glaub nicht. Der ist Saftigkeit sein. Wirklich. Mm. Das ist geil, dass das Brot so matschig ist, ne? Ich lieb das. Krank. Ich lieb das. Leute, und Scheiß, ich weiß, jeder einzelne von euch da draußen, erstmal im Livestream und hier in unserem YouTube-Video, ja, ihr werdet Hunger bekommen. Five Guys Berlin, Alexanderplatz, Maschallah. Krank. Wir waren gerade live auf Julians Twitch-Kanal und da haben wir quasi unsere beiden Kalorien so ungefähr geleakt. Ich liege ungefähr bei 8500, also ihr wisst es jetzt wahrscheinlich ganz genau. Jetzt weiß ich ungefähr, wo Julian liegt. Er sagt bei 10.000. Ich weiß jetzt nicht, ob er es wirklich gesagt hat oder ob das so ein Psychospiel ist. Da habe ich natürlich ein bisschen geschwitzt. Digga, ich muss wirklich sagen, an dieser Stelle Chapeau. Der Typ zieht wirklich durch. Richtiger Ehrenmann. Lasst auf jeden Fall alle ein Abo auf seinen Kanal da, weil ich 200 Gramm Walnüsse esse auf dem Weg. Habe jetzt eine Stunde Zeit und während ich mir die Beine vertrete, sind das nochmal easy 1.400 Kalorien. Halbe Packung Walnüsse ist ungefähr drin. Nochmal extra 700 Kalorien. So langsam wird es schwer. Oh mein Gott, Leute, ich bin hier gerade am Laufen, Alter. Ich habe einfach 5-Euro-Schein gefunden. Oh mein Gott, ey, ich freue mich so heftig. Die Packung Nüsse ist jetzt fast leer. Hab dafür auch aggressiv lange gebraucht, fast den ganzen Rückweg. Mmh. Hm. 1408 Kalorien. Gerade auf dem Nachhauseweg gefetzt, Digga, wie ein Mann. Julian ist echt einer der schwersten Gegner, die ich bis jetzt hatte. Oder ich kann eigentlich schon sagen, der schwerste Gegner, den ich bis jetzt hatte. Boah, alles raus. Wir haben 0.18 Uhr. Dodo hat sich bei mir im Livestream verquatscht und hat gemeint, er hat 8.500 Kalorien gegessen. Ich bin jetzt ungefähr bei 10.000 Kalorien, das heißt, ich habe 1.500 Kalorien Vorsprung. Ich weiß aber, dass Dodo sich gerade safe einen Ben & Jerry's gönnt. 100 pro. Wahrscheinlich sogar 2 oder vielleicht, wenn er wirklich richtig eskaliert, 3. Das Ding, was ich in der Hand halte, sind Knickknacks, 100 Gramm, haben 547 Kalorien und es sind 125 Gramm drin. Bayern München hat gegen Paris verloren. Dass mir das Ganze nicht passiert, muss ich ein paar Tore schießen. Wie gesagt, die Walnüsse sind mein Mittel zum Zweck. Ich bete einfach, dass dieser ganze Aufwand und dieses ganze Battle nicht am Ende dazu führt, dass ich verliere. 23.52 Uhr. Ich werde mir jetzt ein Ben & Jerry's fetzen und ja, ich habe nicht vor, die Nacht zu schlafen, Leute, damit ich optimale Kalorien fetzen kann. Oscar und Babic sind am Start, Digga, die machen mit mir hier durch, sind hier im Discord. Sag mal was, Jungs. Moin Meister. Boah, Leute, ich habe bestimmt eine Stunde für dieses Ben & Jerry's gebraucht, aber es ist leer. Nochmal 1200 Kalorien gehen nochmal auf mein Konto, Digga. Wir haben 2.11 Uhr, Donnerstag, 8. April. Das ist auf jeden Fall stabiler Wert. Ich habe mir noch ein Video angeschaut von Dodo, wo er so eine Challenge schon mal gemacht hat und er hat eigentlich meistens immer so bei 12.000 13.000 maximal, also bei letzten kann man schwer rausrechnen, abgebrochen. Ich persönlich, für mich, weiß, dass Dodo nicht so viel essen kann wie ich. Zumindest nicht über 24 Stunden. Ich habe das noch nie in meinem Leben gegessen, diese Creme. Ich kenne nur die Kekse. Das kombiniere ich mir mit einem schönen, saftigen Buttercroissant, was ich mir heute früh geholt habe. Dippen wir mal hier rein. Auf euch, Jungs. Ach komm, dann gönn noch ein bisschen. G steht für gönnen. Aufgegessen, Leute. Ich habe mir schon einen besonderen Plan überlegt. Ich werde nämlich jetzt am Morgen die Vorzüge dieser Küche nutzen. 13.500 Kalorien ist gut, definitiv nicht schlecht, aber niemand weiß, was in so einen Koloss aus Dodos reinpasst. Und erst recht niemand weiß, aus was seine Muskeln eigentlich bestehen, diese ganzen Berge an den Schultern und sowas. Vielleicht lagert er da drin auch Essen. Keine Ahnung. Gute Nacht. 2.42 Uhr. Ich habe mein Mikrofon mal gemutet, weil Julian ist gerade mit dem Discord hier. Wir chillen gerade. Ich werde jetzt hier das nächste essen. Und zwar habe ich hier nochmal Donut. 135 Gramm Donut. Damit die Finger nicht dreckig werden hier. Ich glaube, Julian hat schon so 13, 14 Pausen. Weil der ist nicht so siegessicher, Mann. Oder ist das halt Psychospiel? Er ist jetzt hier dran. Julian, du kleiner Penner, Digga. Ich weiß, dass du mich jetzt nicht hören kannst, aber ich versuch's mit Burritos jetzt, Digga. Boah. Das Ding ist, ich muss auch noch leise essen, weil ich keinen Bock habe, dass er das hört, dass ich esse. Es ist 8 Uhr morgens. Ich habe einfach so kranke Bauchschmerzen.
Mir geht's so schlecht. Meine 750 Kalorien Chips, ungefähr 700 Kalorien Donuts oder so. Ich bin die ganze Zeit auch schon früher aufgestanden in so Stundenetappen, um zu gucken, ob noch was geht. Wenn ich jetzt nicht mal was fetze, dann habe ich einfach safe verloren, weil 11.000 Kalorien wird er auf jeden Fall schlagen. Nur zur Info, es ist 9.42 Uhr. Bis 11.17 Uhr habe ich Zeit. Und jetzt gibt es klassisches Frühstück, Donuts und YouTube. Julian, Digga, Bruder, du fickst mich richtig, Digga. Du bist ein richtig harter Gegner. Wirklich, Mann. Mein absoluten Respekt. Wir haben hier noch die Croissants von gestern. Ein normales, zwei Schoko. Und ich glaube, ich stürze mich auf die Schoko-Croissants. Ich guck einfach mal, wie gut die reingehen. Oh, nee, Digga. Ich habe echt keinen Bock mehr, Alter. Bei mir ist es so, ich könnte, Digga, ach, keine Ahnung, Mann, komm, lass es. Wir haben 10.07 Uhr und es ist Donnerstag, der 8. April. Ich habe mir hier so Brioche geholt und daraus werde ich jetzt richtig saftige French Toast da hinten in der Küche machen. 100 Gramm von dem Brot haben 362 Kalorien. Ich werde das Ganze jetzt zubereiten und die fertigen French Toast zeige ich euch gleich. In der Zwischenzeit möchte ich hier mal sehen, was Dodo macht. Oh Mann, ich weiß nicht, wie er das macht. Ey, meint ihr, er hat mehr als 12.000 Kalorien? Ich muss kämpfen. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Oder du sagst so, Handvoll Chips nehmen und einfach fetzen, sagst du? Einfach fetzen. Du musst so sehen, wenn du jetzt leidest, Digga, und Bauchschmerzen hast, ne? Hast du einen Tag Bauchschmerzen. Verlierst du die Challenge, Digga? Bist du dein Leben lang auf YouTube gebrannt, Mann, Digga, dass du verloren hast. Boah. Bist du dein Leben lang, wenn du immer mit den Storys schickst, mit dieses, stellt mir eine Frage, Digga, was immer wieder nach dem Kopf, Digga, Digga. Franklin hat gewonnen, Digga, wann revoltierst du dich für die, Digga, er hat sich zerfetzt, Digga. Ah! Ja, die Luft ist immer dünner, Digga, 10.47 Uhr, halbe Stunde Zeit noch. Ich hab immer noch nicht, ich hab weder die Doritos hier aufgegessen, noch hier die Croissants, Alter. Digga, was soll ich sagen, Mann? Ich bin satt. Diese 6 French Toasts haben schon 1300, 1400 Kalorien. Ich rechne es dann nachher ganz genau nach. Dieses Glas Erdnussbutter hat 2180 Kalorien. Davon werde ich jetzt mal ein bisschen weniger als die Hälfte drauf machen. Dann haben wir nochmal 1000 Kalorien mehr drauf. Schwierig zu erahnen für euch. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr als das... Digga, warum zitter ich so? Ich bin richtig am Ausrasten hier. Sagen wir mal 1200 Kalorien Erdnussbutter. Das muss aber jetzt noch verdrückt werden in einer halben Stunde. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie als Zuschauer ein bisschen erahnen, ohne dass das jetzt hier alles runterfliegt, wie viel ich mir hiervon draufgehauen habe. Also das ist eigentlich mehr Nutella und Erdnussbutter als Brioche-Bann. Der letzte Bissen. Ich schwitze schon wieder so. Es ist 11.07 Uhr, Dodo ist auf dem Weg hierher. Ich bin voll, safe, aber da muss noch ein bisschen was gehen. Es gibt Nüsschen! Also wenn ich jetzt nochmal 100 Gramm Walnüsse reinhaue, bin ich sehr stabil dabei. Das dürften jetzt eine knapp an die 4000 Kalorien in circa einer Stunde gewesen sein. Leute, Steven ruft mich nochmal an. 13 Minuten vor Ende der Challenge. Mit er hier muss noch essen, Freunde! Er muss! Ja! Yeah! 11.17 Uhr, Freunde. In dieser Sekunde schreibt Jürgen, bin fertig. Digga, er sagt, er kann auch nicht mehr. Ich mach mich jetzt auf den Weg, Alter. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor. Hier werden wir quasi verkünden, wer wie viele Kalorien gegessen hat. Geil, erstmal Ehre, dass du nach Berlin gekommen bist. Ja, ich will endlich wissen, wer gewonnen hat. Willst du anfangen und dann sag ich? Digga, ich würde sagen, du fängst an, weil du bist ja quasi Gast. Also so. Okay, ich habe in den letzten 24 Stunden 17.269 Kalorien gegessen. Das ist nicht persönlicher Rekord. Ich weiß, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Und ich hoffe, dass das reicht, ja. Ich habe in 24 Stunden... Digga, ich schäme mich schon, das zu sagen, nein, Digga. Weniger, oder? 12.300 Kalorien gegessen, Digga. Ich hab einfach aus dem Maul bekommen. Digga. Oh, Junge. So ein Arsch, Digga. Es kann nur ein König der Kalorien-Challenges geben, mein Lieber. Aber Digga. Geil gekämpft trotzdem. Aber ohne Scheiß, ich bin einfach wieder durch mit dem Kopf durch die Wand. Aber das ist da nicht. Wer den größeren Magen hat, Leute, wer die bessere Strategie hat, die Strategie siegt. Und Digga, Respekt. Mein allergrößter Respekt, Digga. Danke. Es ist eine Demütigung für mich, Digga. Jetzt brauchst du gar nicht viel reden. Jetzt gibt's die schärfste Currywurst. 7,7 Millionen Scoville. Das ist ein bisschen schärfer als diese Hot Ramen Nudeln, die wir alle essen. Rein in deinen kleinen Magen. Digga, das brennt zweimal. Gar keinen Bock.
7,777 Millionen Scoville. Das ist die Soße, 7,7 Millionen Scoville. Und der Mitarbeiter hat extra gesagt, Bruder, du riechst nur dran, das brennt schon in der Nase. Echt jetzt? Der Mitarbeiter hat einfach gesagt, 3 Tropfen reicht, ich muss alles essen, weil ich halt verkackt habe. Und ich muss jetzt meine Niederlage auch wie ein Mann stehen. Und Digga, 7,7 Millionen Scoville. Ja. Mhm. Oh nein, oh nein. Oh nein. Das brennt schon behindert und ich will jetzt schon krank. Nein, von dem Rucksack weg. Und ich will schon kein Schild mehr weiter essen. Komm schon, schnell rein da. Zieh durch, Digga, komm, schnell rein. Lass dir jetzt einen Schluck auf. Bruder, weißt du, wie scharf das ist? Oh Gott, das ist mir so leid, Bro. Das ist mir so leid. Willst du erst schon was trinken oder erst nachher? Digga, das schaut aus, als wäre es gespielt, aber es ist nicht gespielt. Das ist so eine kleine, unschuldige Currywurst. Das Schlimme ist nicht die Arbeitsschärfe, sondern es wird von Minute zu Minute schärfer. Komm, zieh durch, Digga, dann hast du alles drin, sonst wird es noch schärfer alles. Komm, komm, komm. Gleich direkt durch den Mund in den Bauch rein. In den Bauch, komm. Einmal noch durch die Soße durchdippen. Jawohl. Keine Ausreden hier und rein da. Ja, ist ein bisschen warm, Digga. Oh. Du zitterst ein bisschen. Geh mir bitte kaum noch ein Ei ran, Digga. Bitte, schnell. Oh Gott, Digga. Dir läuft die Soße aus dem Mund. Ach du heilige Scheiße. Geschüttelt. Also ich glaube, das ist wirklich gerade jenseits von witzig eigentlich schon. Also witzig ist das nicht mehr. Bruder, du hast durchgezogen wie ein Mann. Ah, es hört nicht auf, es hört nicht und auf. Und er kann wirklich, du kannst schon echt scharf essen, Alter. 7,7 Millionen Scoville. Der Verkäufer hat auch gerade mich noch gefragt, ob Dodo noch steht. Also es scheint wohl auch, dass manche Leute bewusstlos werden davon. Digga, wenn ich rede, wird es immer wieder schärfer, Digga. Es fängt immer von vorne an, Digga. Oh, mein Kopf dreht sich. Es wird langsam besser, aber jetzt kommt es mir in den Kopf. Digga, du musst da gleich safe fahren. Leute, eine Sache noch. Bevor das Video jetzt hier zu Ende geht, Julian, der Ehrenbruder, stellt einen Weltrekord auf. 2 Wochen kommt das Video online, Digga, da will er 15.000 Kalorien verbrennen. Also fast so viel Kalorien verbrennen, wie er heute gegessen hat. Das ist absolut geisteskrank. Ja. Und noch viel, viel schwerer, als das zu essen. Digga, ich glaube aber wirklich, dass du das schaffst, weil du bist einfach ein Mann. Das wäre krank. Ja, also, du hast einen krassen Kampfgeist, Digga. Bruder, du aber auch. Du hast wirklich heftig durchgezogen. Ich gönn's dir wirklich. Von Dodas. Ich gönn's dir von Ehren, Digga. Aber du kannst ja der Prinz der Kalorien-Challenges werden. Ja, Digga, ich bin der Prinz der Hüften jetzt, Digga. Ich hab echt. Der Koloss von Hüftos. Freunde, ich würde sagen, in dem Sinne, wirklich, macht's gut, over and out. Danke fürs Zuschauen. Dodo kann echt nicht mehr reden, der Kleine. Digga, ich kann wirklich nicht, sorry, wirklich, ich kann nicht reden. Aber stark durchgezogen.